Au, einen wunderschönen guten Benny Moose ist mal wieder am Start. Heute mit einem Informationsvideo für euch und zwar über Reisekosten. Was haben wir in ein bisschen mehr als ersten Monat ausgegeben innerhalb Kanadas? Also wir haben nie Kanada verlassen, sondern in Toronto gestartet. Per Anhalter über 6000 Kilometer bis nach Whitehorse, inklusive Nationalparks und so weiter und so fort. Was haben wir ausgegeben? Kurz zwischendurch noch, teilt noch ein paar Videos, like die, schreibt Kommentare. Wir sind so kurz vor den 1000. Kommt, die knacken wir, das kriegen wir hin, ey. 1000, 1000, das ist super viel. 945 oder was es jetzt sind, ist schon richtig viel. Aber kommt, die 1000, das dürfte doch nicht so schwierig sein. Ich verspreche euch, es lohnt sich jetzt zu abonnieren, weil die Kanuschuhe, die ihr gleich sehen werdet, was heißt gleich in den nächsten Videos, legendär. Also smash den Abo-Button. Ihr werdet es nicht bereuen und wenn doch, dann könnt ihr eben wieder deabonnieren. Ist ja auch nicht schlimm. Aber kommen wir zu den finanziellen Ausgaben. Erstmal, wir haben hier so ein komisches Case, wo die ganzen Karten und das Geld drin sind, damit es nicht kaputt geht. Und guckt euch mal kanadisches Geld an. Es ist wie Plastik. Das ist ganz, 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 ganz seltsam. Genau, wir sind in Toronto angekommen vor ein bisschen mehr als einem Monat und haben seitdem keine Übernachtungskosten gehabt, da wir immer entweder wild gecampt haben, bei Leuten eingeladen wurden oder in der Garage oder sonst irgendwo geschlafen haben. Also das klappt in Kanada beim Trampen auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Das heißt da für Übernachtungskosten 0 Euro. Was gibt es sonst noch? Häufig gibt es noch sowas wie Spritkosten, Verkehrskosten, also öffentliche Verkehrsmittel, wenn man die nutzt. Spritkosten, da wir nicht mit dem Auto fahren, sondern alles trampen, keinen Cent in 6000 Kilometern. Ist natürlich so halb richtig, wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel. Und zwar sind wir innerhalb Torontos, als wir angekommen sind am Flughafen, tatsächlich mal mit dem Bus bis zu unserer ersten Unterkunft, also zu der Dame, die wir über die Oma kennengelernt hatten, sind wir mit einem öffentlichen Bus gefahren. Das hatte pro Person 3,50 Dollar gekostet, die gesamte Fahrt, also auch nicht die Welt. Und dann sind wir nochmal Bus gefahren. Und dann sind wir nochmal U-Bahn gefahren in Montreal, wobei das tatsächlich uns auch wieder ausgegeben wurde. Das heißt, ihr seht, eigentlich hatten wir, abgesehen von den Nahrungskosten, die jetzt auftreten, null Ausgaben. Uns wurden Hotels ausgegeben, wir wurden eingeladen zu den Leuten nach Hause, der Sprit wurde für uns bezahlt, da wir getrennt sind, uns wurden eingeladen auf Bahntickets. Super viele freundliche Menschen, die uns diese Reise einfach ermöglicht haben. Sehr, sehr cool. Dann kommen wir zu dem Essen. Natürlich, essen müssen wir auch. Wir wurden, wie ihr gesehen habt, in den Videos häufigst eingeladen. Also jede Woche mindestens ein bis zweimal, im Schnitt wahrscheinlich sogar eher fast dreimal, dass wir uns eher wirklich nur Frühstück hauptsächlich kaufen mussten. Dann vielleicht noch ein Abendessen. Und natürlich ab und zu haben wir zwischendrin was gekocht. Dann halten wir das relativ günstig. Und zwar essen wir eigentlich hauptsächlich Nudeln oder Reis. Machen uns da mal eine Soße dazu. Ganz manchmal gibt es auch Fleisch, aber das ist eher selten, da wir eben dann von Leuten eher eingeladen werden. Wir sehen zu, dass wir ab und zu mal ein bisschen frisches Obst und so kriegen. Halten also dort auch die Ausgaben sehr gering. Und wir sind gestartet mit jeder 120 Euro Bar, die haben wir mitgenommen, als wir nach Berlin gefahren sind, haben dort mit unseren Freunden schon ein bisschen was ausgegeben, haben die dann am Flughafen in Toronto umgetauscht. Ich weiß, ist nicht das Praktischste, theoretisch macht es Sinn, sich dort Geld abzuheben oder irgendwie anders, aber wie auch immer. Wir haben es uns umgetauscht und haben bis hier nach Whitehorse kein einziges Mal Geld abgehoben. Das heißt, pro Person mit 120 Euro aus unserer Tasche. Dazu muss man sagen, wenn ihr die Videos verfolgt habt, wir haben zwischendrin einmal 100 Dollar verdient, weil wir ein Auto an einen Ort für jemanden gefahren sind und wir haben zwischendrin jeder 60 Dollar... Boah, das hört sich so schlimm an, als ob wir die schlimmsten Schnorrer wären. Haben 60 Dollar geschenkt bekommen. Wir haben wirklich versucht, uns zu wehren, aber wenn ihr die Videos geguckt habt, dann wisst ihr das, da hatten wir keine Chance. Also wir wurden einfach gut versorgt, sodass bis Whitehorse ein Monat 120 Euro pro Person an Ausgaben. Persönlichen Ausgaben. Natürlich war es ein bisschen mehr. Also wenn man die anderen 100 Dollar draufhängt, also, dann waren es pro Person, sagen wir, in einem Monat 200,
20, 250 kanadische Dollar. Dazu muss man, wie gesagt, sagen, das ist alles, was an Essen rausgegangen ist. Auch Essen manchmal noch containert. Empfehle ich immer wieder, wer günstig reisen will, einfach gucken, was in den Mülleimern liegt. Da sind noch häufig so gute Sachen drin, die einfach nicht weggeschmissen gehören. Rausfischen, essen, ist eine super Möglichkeit. Also ein Monat Kanada, pro Person 250 Dollar, Pi mal Daumen. Ist auf jeden Fall sehr günstig, weil das sind ja, keine Ahnung, 150 Euro oder sowas. Natürlich, genau, haben wir da auch wirklich die günstigste Variante bisher, kann man nahezu sagen, gewählt. Aber ist auf jeden Fall sehr schön, dass das so gut klappt. Jetzt mit der Kanutour wird das natürlich dann ein bisschen teurer, aber die Erlebnisse werden natürlich auch noch krasser. Freut euch dort auf viele coole Eindrücke. Ich werde, denke ich, jeden Monat oder alle 2-3 Monate mal so eine kleine Zusammenfassung geben, wie die ganze finanzielle Lage aussieht, in welchem Land, wie günstig oder teuer das ist. Kanada ist jetzt verhältnismäßig teuer. Ich habe mich irgendwie schon dran gewöhnt, wie man eben über die Runden kommt, je nachdem, mit was man auch macht. Das muss man dann natürlich dazu sagen, wir haben auch keine großen Aktionen gemacht, die was gekostet haben. Wir haben eigentlich überwiegend nur Wanderungen gemacht und viel auch einfach Strecke zurückgelegt. Und dann kann man hier relativ kostengünstig sich fortbewegen. So viel hier zu uns aus dem ersten Monat aus Kanada, was Finanzielles angeht. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr Low-Budget-Reisen mögt. Ihr könntet auch gerne disliken, reagiert drauf, schreibt gern was in die Kommentare. Ich hab da gern ein bisschen Interaktion, das ist ganz schön. So ungern, wie ich das immer sage, abonnieren, bla bla bla. Komm, wir knacken die 1000, das ist drin, Leute, das ist drin. Viel Spaß bei den kommenden Videos mit der Kanutour. Haut rein.